Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie alle so großes Interesse an den Fragen zur Netz- und Informationssicherheit haben. Insgesamt hat unsere gesamte Sicherheitskultur mit den rasanten Entwicklungen im virtuellen Raum nicht Schritt gehalten. Diesen dunklen Seiten des Netzes wird nach wie vor viel zu wenig Beachtung geschenkt. Die Unternehmen installieren monatelang nicht die letzten Sicherheitsupdates, die von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Man braucht keinen Nobelpreis, um Schaden anzurichten. Wir müssen die Geschäftsleitungen der Unternehmen wachrütteln. Ich bin der Ansicht, dass Netz- und Informationssicherheit auf der CEO-Agenda heute ganz, ganz oben stehen muss. Die Schwierigkeit ist die Bewertung. Ja, es ist nicht immer so sonnenklar, was ist wichtig, was muss man reparieren, was muss man nicht reparieren. Das sind immer dann spannende Diskussionen zwischen den Sicherheitsverantwortlichen und den Budgetverantwortlichen. Die stimmen nicht immer überein. Wann was passiert, sprich wenn man den Kratzer im Lack schon sieht, dann ist die Bereitschaft, da Geld herzugeben, viel größer. Was ist in einem Unternehmen tatsächlich zu tun? Das muss man wissen. Verfügbarkeit ist eigentlich das Allerwichtigste in der Kommunikation. Ja. Wenn Ihnen jemand unaufgefordert eine ZIP-Datei schickt, dann darf ich mal sagen, 50-50 Chance, dass das jetzt ein direkter Angriff ist. Wenn Ihnen einer unaufgefordert ein JavaScript schickt, würde ich sagen, 99% Sicherheit, das ist jetzt ein Angriff, löschen Sie das Klumpert. Trauen Sie sich ruhig öfter mal eine E-Mail zu löschen. Sie werden schon feststellen, es ist nicht so schlimm. Wenn wir unsere Computer so oft warten würden, wie wir das Auto waschen würden, dann hätte mit Cybersecurity viel weniger Probleme. Wir wissen, dass wenn man nur aus Security sagt, das ist nicht sicher und das ist MD5 und das ist ganz furchtbar und dieser Algorithmus ist ganz schlecht und ich brauche jetzt 300.000 Euro, um das auszubessern. Wenn ich das zu einem Manager sage, dann würde ich sagen, jetzt kommt er schon wieder mit so einer technischen, ich verstehe es eh nicht, und elliptische Kurven und ich weiß nicht, was da für Verschlüsselung, keine Ahnung. Und das muss ich aber so aufbereiten, dass ich sage, du lieber Geschäftsführer, wir haben uns das angeschaut, das technische Thema, wir haben uns bewertet nach einer Eintrittswahrscheinlichkeit, stehen wir rechts oben, ganz schlecht, rot, da, wir brauchen jetzt diese 100.000 Euro, damit du, lieber Vorstand, auch entscheiden kannst, das Risiko zu minimieren oder ganz auszubessern. Also in Vergangenheit, da darf ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, war es natürlich schon so, der einzige Hebel, den Security hatte, ist eigentlich die Firewall. Grundsätzlich verstehen unsere Geschäftsleitungsmitglieder zu wenig von IT, holen sich in den Vorstand oder in die Geschäftsleitung auch nahezu nie Leute, die was davon verstehen und glauben, der EDV-Leiter löst ihnen alle Probleme. Etwas, was sie nicht verstehen, können sie nicht delegieren. Und das heißt, man braucht einfach im Unternehmen auf der einen Seite zertifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gibt es ja auch im Security-Umfeld, und ich brauche ein zertifiziertes, nennen wir es mal Risikomanagementsystem. Das muss für jedes Unternehmen gelten. Und die KMUs, die das selber nicht können, und das wird eine große Anzahl sein, die muss auf Shared Services zurückgreifen, damit sie sich das trotzdem leisten können. Aber die IT im Besenkammerl, die führt zum Ruin des Unternehmens. Dass es in einem Unternehmen dauerhaft keinen Security, keinen Cybersecurity-Vorfall gibt, das ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit. Es kann sein, dass man zuerst einmal zahlt, bevor man aufwacht. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall nochmal Potenzial, dass wir mehr und gezieltere Ausbildung machen müssen. Ich suche nicht nur hochspezialisierte Nerds, wenn ich es überspitzt sagen darf. Ich brauche auch heute Leute, die in ein Meeting gehen können, die was aufbereiten können, die übergreifend reden können. Wenn Sie jemand, der nicht technikaffin ist, erklären, Sie müssen ein Computer-Hardening machen, weiß er nicht, was das ist. Wir brauchen sichere Systeme, die vom Handel, von Haus aus so angeboten werden. Und wenn wir das nicht fordern, wird es das nicht geben. Ist dir 85% meines Gelds in der Firewall, in einem Antivirus, wenn ich das habe. Ja. Ich brauche immer noch natürlich Technologien, die das schützen sollen. Ja. Ich brauche aber auch Leute, die das betreiben und Intelligence, die mir das zuliefert von außen, wo ich weiß, auf welche Bedrohungen muss ich denn eigentlich reagieren. Ja, es hilft dann mit jedem Einzelnen ein Gespräch führen und lernen, bis es alle verstanden haben. Gut, dann Dankeschön. Ja. Dankeschön.